Willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Wir sind gerade auf dem Berg Valak am Arm des Bionis und sind auf dem Weg ins Schwerttal. Ich setze hier wieder in die Story ein. Wer die zwischenzeitlichen Folgen nicht gesehen hat, die Nebenquests etc. enthalten haben, ist nicht schlimm. Wir sind jetzt im Level aufgestiegen, auf jeden Fall. Ausrüstung teilweise überarbeitet, Gruppenzusammenstellung verändert und so weiter. Ich kann euch nur sagen, wer die Nebenquest-Folgen nicht gesehen hat, der hat auf jeden Fall was verpasst. Denn da sind schon einige witzige Sachen dabei. Nichtsdestotrotz geht's jetzt weiter mit der Story. Ich werde es jetzt versuchen so zu machen. Frage mich gerade, wo ich lang gehen muss. Zwei Möglichkeiten. Oh komm, ich geh mal hier. Passt schon. Ich werde es jetzt so machen. Ich muss jetzt abpassen, wann gute Stellen sind, um ein paar Folgen mit Nebenquests zu erledigen. Denn ich kann mir gut vorstellen. Oh. Toll. Da komme ich gar nicht durch. Das ist jetzt blöd gelaufen, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder es interessant findet, wenn ich 10 Folgen hintereinander nur Nebenquests mache. Deswegen muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, komm. Deswegen werde ich versuchen, jetzt immer so, keine Ahnung, 3-4 Storyparts zu machen und dann 3-4 Nebenquests-Parts, dass das so ein bisschen sich ausgleicht. Wir haben die 2 Stück Frostglas für Kalika gesammelt. Kann die Hochofenschalltafel damit repariert werden? Hochofenschalltafel. Interessant. Auf jeden Fall gibt es noch eine Questkette, die ich auf jeden Fall vor einem bestimmten Punkt in der Story erledigen muss. Und die anderen Quests könnte ich, wenn ich wollte, auch zum Ende hin der Story erledigen. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie ich das Ganze handhaben kann oder sollte. Denn das Problem zum Beispiel bei Kolonie 6 ist, ich habe ja gesagt, dass ich möglichst in einer einzigen Folge alle 20 einladbaren Personen einladen will. Das Problem ist, um die Personen in die Kolonie zu kriegen, werden bestimmte Sachen vorausgesetzt. Und manche Sachen kriegt man erst hin, wenn man sehr, sehr weit ist. Daher weiß ich gar nicht, glaube ich echt, dass wir Kolonie 6 echt sehr, sehr, sehr spät fertig machen. Oder ich teile es auf, dass ich irgendwie die Hälfte der Leute, die ich einladen kann, bald einlade und dann die andere Hälfte zum Ende hin. Aber da muss ich echt noch überlegen, wie ich das mache. Wow! Wow! Ich rutsche aus. Ui! Yay! Ein bisschen rutschen! Yay! Haha, geil! Guckt euch den Anlauf an. Moment. Moment. So, jetzt.
Go, 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 go. Bam! Nice. Na, der Schaden ist nicht so nice. Und auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Story-Sequenzen. Großer Gletscher. Uns erwartet nämlich jetzt schon die nächste Story-Sequenz gleich. Jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Story-Sequenzen. Und dann ab einem bestimmten Punkt denke ich mal, dass wir das Grenzdorf nochmal besuchen werden. Aber jetzt heißt es erstmal Story. Können wir noch mitnehmen? Zack, Aufnahmebände, toll. Sag mal, Kron. Jetzt muss ich schneiden. Weil ich aus Versehen statt Kamera ausgeblendet Aufnahme beendet habe. Silbergesicht. Fiora. It is you. Hey, that's Fiora! Young heir to the Monado. We meet again. Fiora! Fiora? Is that my name? Then you know this body? So it's true. You really don't remember us at all. Fiora, listen! If nothing else, you must remember your family. That's Dunban over there. Family? There is family. Wielder of the Monado. There is a matter I must speak to you about. Ay, ay, ay. What was that? Eisengesicht, ey. Metal face. Stay alert. You killed my father. Get him. Fiora wollte uns was Wichtiges sagen. Let's all calm down. If I slip, I might mess up her hair. You. You're disgusting. Would you be so kind and hand over that dangerous toy you have? I could take it after I smash you all to a pulp. But we wouldn't want that, would we? All right. You can have it. But only if you let her go. There's a good boy. Always eager to please, Shulk. Ay, ay, ay. But you're... How's it going, Dunban? Is that... Munkar? I thought it might be, but... Vor allen Dingen guckt euch mal den Rumpf an, der ist hohl. I can't tell you how badly I wanted this sword. Has this puny boy even figured out how it works yet? What are you willing to do? Ich frag mich, wie viel vom menschlichen Munkar überhaupt noch übrig ist da. You dare ask that of us? Why did you betray us to Mekonis? Why did you kill our friends at the colony? Why? You wanna know? Because it's your home. You piece of... Oh je. Stay where you are. That thing works by remote. So, unless you want me to put a hole in her neck... So what's it to be, weaklings? Grovel at my feet and beg? We will not bow to you! Will you hit bad guy in face? You'll pay for that, princess! You're a traitor, Munkar, and you're not getting away. So. Und damit wurde jetzt auf jeden Fall enthüllt,
dass Eisengesicht Mumka ist. Mumka haben wir am Anfang, die in der ersten Folge im Schwertal gesehen. So, go, go, go. So, go, go, go. Blutung. Nice. Copy. Spam. Komm hier, weiter. Schön Damage over time. Nice. So, hier, bam. Ecke. Alter, warum heißt denn Skill Ecke? Oh. Na komm, wiederbeleben. Ah, Mist. Ah, gut, Glück gehabt. Ist ja Flächenheal. Ja, 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 komm. Ja. Leider kriege ich den nicht umgeworfen. Schade. Na komm. Schön hier. Weiter. You fall beside me! Absolute Valley! Why did you change sides? Why the Vekon? You're as blind as you were then. I've wanted you dead for years. What's happening? Is the Bionis moving? I wanted to get to Monado so I could be the new hero. Is that it? That's the pure reason you killed all those innocent people. Ravaged our home. I love this body. The power. Strike you down and all that you have become, you wretched fool. The Monado will stop you, and then you will know the shame of all that you have done, traitor! Shut your mouth and come on! Was denn jetzt los? Und Elvis bleibt da einfach so stehen. Oh, chill mal. Noch ein Mekon. Like the other Mekon. You are right, heir to the Monado. This is the strongest Mekon ever built. Controlled by me, Egil, leader of Mekonis, an agent of Maynef. Leader of Mekonis? So you're the one who controls the Mekon? I am he. We fight to free the world from the tyranny of the Bionis. Why? Why do you trap Homs in machines? What do you want from us? Why make us fight for you? Your questions do not concern me. I must return with this one. Fiora! Get your hands off her! Fiora! If you want her, come and get her. You are more than welcome on Mekonis. Come and visit any time, Dunban! Mumka! Kein Typ der vielen Worte, der Engel. We're coming! And we won't give up! Find us, Monado, Sword of the Bionis. We will meet you on the battlefield. Fiora, und ist euch bei Egil was aufgefallen?
Die Rundung am Rücken sahen so ein bisschen aus wie die Klinge vom Monado. Darauf habe ich persönlich noch nie geachtet, aber es ist mir gerade aufgefallen. Nein. Fiora. Shulk. Jeez. Get it together, Shulk. We ain't got time to be hanging around here. I don't know what's happened to her, but that was Fiora. No doubt about it. You know what that means? She ain't dead. We gotta get her back. Get her back. Right. We've come too far to give up now. Then we'll go to Mekonis and find Fiora. Just beyond there lies Sword Valley. The Mekon flew in the direction of Galahad Fortress. Fiora may be there. Will you pursue, Shulk? Yes. We will get Fiora back. Natürlich, wir wollen ja Fiora wieder haben. Okay. Okay, das war eine krasse Zwischensequenz. Und ja, was haben wir in dieser Zwischensequenz gelernt? Eisengesicht ist Mumka, der auf Rache aus ist und von vornherein anscheinend ein Verräter war und neidisch auf Dunben. Ich stelle mal kurz die Zeit um. Fiora erinnert sich nicht und ist verwundert darüber, dass unsere Truppe sie kennt. Und Egil ist ein weiterer Typ, der sich Großherrscher von Mekonis nennt. I need to be even stronger. Bionis Daumen. Jetzt kommt's. Nassmelone. Die Aussicht in ein neues Gebiet. Oh, what the? Is all that big sword? Oh, if he's, then ouchy ouch. The sword of the Mekonis. The entire valley below. The whole thing is its sword. Something seems unnatural. What do you mean? Look, that flowing light. From the way it glows, it has to be ether. But it looks like it's being drawn in by something. By the fortress. It should just be up ahead. Father once told me that the Mekonis absorbs the ether of the Bionis and uses it for sustenance. So the Mekonis feeds off ether. Then undoubtedly the ether serves as the Mekon's energy source as well. Tja. Deswegen sind die Mekons auch oft abgehauen, nachdem sie so komisch geleuchtet haben, weil denen der Äther ausgegangen ist. Tja. Tag. Violette Lampe. Eine Musik. Passt halt voll ins mechanische Setup. So big, even from this distance. The fortress must be enormous. Galahad Fortress, the frontline base of the Mekon. The Mekon that attack Bionis must all come from here. Then there's a high probability that he's there. The golden Mekon that took Fiora. We're about to enter the Mekon stronghold. If there's anyone who wants to turn back now. Shulk,
Friend should no split up. No leave friend behind. Ricky scared, but Ricky won't go too. Ricky. Sehr heldenhaft, Ricky. Sehr heldenhaft. He's right. Gut gesprochen. Okay, let's go. Yes. Ah, Shulk fragt, ob die anderen nicht doch umkehren wollen. Und einstimmig wollen alle dabei sein. Denn wir sind ein Team. Wir müssen zusammenhalten. So. What's that? A supply convoy. It would be most unwise to proceed without restocking our supplies. You arranged this for us. Hey, it's... Dixon! Looks like you lot have been having fun without me. Heard you took care of that faced Mekon. What are you doing here? I got wind of some allied force coming together a few days back. I stepped up as the representative of the Homs. Then a little birdie told me you lot were heading for Galahad Fortress. So I thought I'd drop by and say hello. I've got a whole stack of new equipment. Want some? Yeah! I was hoping for some new stuff. Hold it, Ryan. You know it's gonna cost you. You cheap old man. War ja klar. Ja, wir haben hier... Oh, ein neues Talent. Ulala. So, da gucken wir doch mal. Talentbäume. Ha! Offenheit komplett. Erhöht Trefferrate von Ether-Techniken. So, Fassung. Wassertechniken absorbieren mehr KP. Erhöht Chance auf Frost wirkt länger auf Feinde. Erhöht stark die Ether-Kraft. Ätherkraft, Gift wirkt länger auf Feinde, nachts die Stärke. Immun gegen Ätherschwäche. Ja, kommen wir mal. Zuverlässigkeit. Zaghaftigkeit, fast fertig. Nice. Nice, nice, nice. Da müssen wir sowieso irgendwann später mal komplett überarbeiten. Techniken. Blitzhof weiter. Ja, da muss ich immer noch. Ich spare immer noch. So. Aber. Oh, Erdätherstation. Ja. Es ist nämlich so, Bionis verfügt ja über diese Ätheradern. Das sind halt quasi Adern, wo man direkt den reinen Äther von Bionis abbauen kann. Auf Mekos, auf Mekonis hingegen, hier sind wir im Schwerttal, wir sind also nicht mehr direkt auf Bionis, gibt es nur diese Stationen. Ja, Sammelstation, wo man Äther abbauen kann. Wir gucken mal, was der Händler zu sagen hat. Anti-Mekon-Beißer. Anti-Mekon-Stock. Anti-Mekon-Flinte. Anti-Mekon-Ramme. Mekon-Schläger. Das sind alles Waffen, die ohne Verzauberung dem Mekon Schaden zufügen können. Heilung. Moment mal. Heiltechniken auf den Träger stellen 20% mehr KP wieder her. Naja. Truppenuniform, Direktheilung. Bei feindlichen Angriffen werden 70% KP geheilt. Leider halt nicht so gut ist. Tapferhandschuh. Oh, Tapferhandschuh. Der wäre nice. Aber den mach ich.
Techniker gewöhnen? Erdmantel. Erdmantel sorgt dafür, dass Gegner auf dem Boden nicht so schnell aggressiv werden. Ja, wenn man das hier schön investiert, dann geht das schon. Also, Heilgeschenk können wir kaufen. Donnerschlag können wir kaufen. Himmelsschraube können wir kaufen. Reflexion kaufen. Ankerkette kaufen. Lariat kaufen. Hirnschock kaufen. Das war ganz schön teuer, aber irgendwie die Sachen, die man hier bekommt, bringen einem nicht so viel. Nur die Bücher. So. Okay, im Endeffekt könnten wir verkaufen, aber ich warte noch. Ja, wir müssen im Endeffekt mit Dunben jetzt reden. Nee, nicht mit Dunben. Mit Dixon müssen wir reden, damit es weitergeht. Komm, wir räumen noch ein bisschen auf. Horizont, ciao. Schade, dass man Geralts Gewehr nicht los wird. Ist halt ein Andenken, aber verbraucht halt unnötig ein Item-Slot. Hat keinen Sockel. Sind blöd. Beim Kaiserstab, der hat drei Sockel, deswegen benutze ich ihn. Und den AR-Schmuck und den Schlangenschmuck brauche ich auf jeden Fall nicht. Ja. Ganz schön viel Zeug habe ich hier. Aber ich kann mich nicht so schnell von den Sachen trennen. Gut. So rein theoretisch. Das Witzige ist, wir haben jetzt eine Folge. Eine Folge mit Story. Und sind jetzt im Schwerttal angekommen. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch ein, zwei Folgen machen, die mit Story zusammenhängen. Und dann kann ich schon wieder ein paar Nebenquests erledigen. Aber ich versuche das in Grenzen zu halten. Dass wir echt immer nur ein, zwei Folgen Nebenquests machen und dann wieder Story. Dass es so ein bisschen ausgeglichen ist. Ich glaube, das hatte ich schon am Anfang der Folge gesagt. Ich werde bis zur nächsten Folge eine kleine Aufnahmepause machen, weil ich müde bin und wie ihr hört, auch nach wie vor erkältet. Ach, ich hoffe, bis zur nächsten Aufnahme geht es mir dann ein bisschen besser. Und ja, vielen Dank wie immer fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.